Ist das ein schöner Tag, genau richtig, um einen tollen Kuchen zu backen. Das duftet ja köstlich, Kütlington. Darf ich mal probieren? Ich möchte auch. Das riecht ja so lecker. Danke. Aber mir fällt gerade ein, dass ich gar keine Sahne habe. Und ein Schokoladenkuchen ohne Sahnehäubchen, das geht nicht. Ich gehe schnell welche holen. Und sicherheitshalber nehme ich den Kuchen lieber mit. Das ist eine sehr gute Idee, Elvis. Die beiden können bei Kuchen schlecht widerstehen. Hey, Sarah! Ich wette, das schaffst du nicht, Norman. Haha, gefangen! Und ich wette, dass ich das Ding viel höher werfen kann als ihr. Oh nein, Norman, musste das denn sein? Da kriegen wir es doch niemals wieder runter. Ich kletter darauf und hole es. Nein, lass das, Norman, das ist viel zu gefährlich. Ja, bei dem Wind könntest du leicht runterfallen. Ach Quatsch, ich hole das Frisbee damit links runter. Pass auf, Norman, nachher sitzt du da noch fest. Oh nein! Was meintest du da eben noch mit festsitzen? Was machen wir denn jetzt? Wir rufen Feuerwehrmann Sam. Oh, warte! Da ist Elvis! Elvis! Hallo, Sarah und James. Alles klar bei euch? Nicht wirklich. Norman sitzt da oben im Baum fest. Er wollte unser Frisbee holen und jetzt kommt er nicht mehr runter. Hallo, Elvis! Hallo, Norman! Da hast du dir ja ganz schön was eingebrockt. Aber keine Sorge, ich rufe Feuerwehrmann Sam. Norman Price sitzt in einem Baum und kommt nicht allein herunter. Norman Price in Schwierigkeiten? Das wundert mich irgendwie nicht. Verstanden, Sir, das haben wir gleich. Verstanden, Sam, wir kommen schon. Penny, du nimmst Venus. Ellie und ich nehmen Jupiter. Ich glaube, ich höre Feuerwehrmann Sam. Hallo allerseits. Was ist passiert? Ich kam zufällig vorbei und da haben mich James und Sarah gerufen. Oh, Norman. Keine Angst, Norman, du bist gleich wieder unten. Penny und Ellie, macht ihr die Absperrung, damit das Gelände gesichert ist. Ich werde die Hubplattform von Jupiter einsetzen, um Norman da rauszuholen. Los, geht bitte alle ein Stück zurück. Oh nein, es ist zu windig. Lange kann ich mich nicht mehr festhalten. Keine Angst, Norman. Gleich bist du in Sicherheit. Ah, der Baum schwankt so. Ich hab dich. Hurra! Das wäre geschafft, Norman. Du bist in Sicherheit. Danke, Feuerwehrmann Sam. Tut mir leid. Das war sehr unvorsichtig von mir. Ich werde beim Frisbee-Werfen in Zukunft viel besser aufpassen. Schon in Ordnung, Norman. Sieh doch mal, wie vorsichtig ich werfen kann. Oh nein. Tja, dann ist das jetzt wohl das Sahnehäubchen, was? Hoppla.